Hallo, Marius mit Wendling, sisu-training.de, heute die 189 von 365 mit einem ganz kurzen, kurzen Beitrag zum Thema Rollentraining, Rollenfrequenzpyramide 1 nenne ich das. Sieht so aus, 10 Minuten locker einfahren bei Trittfrequenz 80, dann 5 Minuten 85, 5 Minuten 90, 5 Minuten 95, jetzt kommt's, 10 Minuten bei 100, das ist für viele Triathleten schon echt eine Herausforderung motorischer Natur, 5 Minuten bei 95, 5 Minuten 90, 5 Minuten 85 und dann 10 Minuten Trittfrequenz 80. In Summe 60 Minuten total, komplett im GA1, das ist ganz wichtig. Wenn ihr merkt, dass die Herzfrequenz ein bisschen zu sehr ansteigt, dann müsst ihr entsprechend dann über den Widerstand der Rolle oder aber über die Gangwahl das Ganze so justieren, dass ihr komplett im GA1-Bereich unterwegs seid. Ist kein Intervalltraining, sondern sind eigentlich ein Motoriktraining. Viele Triathleten sind meistens im Trittfrequenzbereich 80 oder 75 unterwegs, permanent. Und je besser ihr dahingehend trainiert seid, dass ihr auch mit höheren Trittfrequenzen unterwegs seid, desto höher ist die Ökonomie später im niedrigfrequenten Bereich. Morgen geht's weiter mit der 190. Ciao!